Olaf Lander studiert Multimedia Production an der Fachhochschule Kiel. Seit 2006 tanzt er Breakdance. Bereits im Alter von 16 übernahm Olaf seinen ersten Kurs als Trainer. Mittlerweile unterrichtet er mehrmals die Woche verschiedene Gruppen. Ich kenne einige Leute und wenn die dann wissen, du machst Breakdance, dann fragen die mal, hast du nicht Lust, an der Schule eine AG zu machen? Und so habe ich dann im Laufe der Zeit immer mehr Projekte gemacht. Und für mich war das gut, auch zu lernen, wie man mit anderen da arbeitet. Nicht nur für mich zu trainieren, sondern auch, wie bringe ich das logisch bei. Und wenn jemand einen Move lernt und ich sehe, der liebt Breakdance so wie ich, dann finde ich es halt nochmal geiler. Die 3 Stunden Trainingszeit am Sonntag nutzt Olaf, um an eigenen Moves zu arbeiten, Hilfestellungen zu geben und mit seiner Crew Fatality eine Choreografie für Auftritte einzustudieren. Als ich zum ersten Mal zum Training gegangen bin, war das so ein Aha-Erlebnis. Also ich stand da und da bin ich voll drin aufgegangen. Und Breakdance, diese Bewegungssache, tat mir ganz gut. Ich habe das gesehen bei anderen Leuten, was für coole Moves die konnten und wollte das natürlich auch können. Irgendwie war das für mich so, die Leute, die die krassen Moves konnten, waren wie Superhelden. Und das wollte ich auch können. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört. Nach dem Training nimmt Olaf sich Zeit, um eigene Musik zu machen, zu malen oder an seiner eigenen Website zu arbeiten, die er im Rahmen eines Moduls an der FH selbst erstellt. Ich hoffe, da kann man dann demnächst alle Infos bekommen zum Breaken, zum Malen, zur Musik. Olaf-lander.de. Und ich denke immer, wenn ich irgendwie Sachen mache, dann kann ich die auch direkt mit meinem Leben, was mir wichtig ist, verbinden.